wir gucken einmal, was da oben drin ist. So viel Zeit muss sein, das sind immer 50 Gold. Haben wir nicht haben, ne? Oh, eine Kiste. Oh nein, das ist gar keine Kiste, es ist eine Raumstation. Oder so ähnlich. Diese Anlehnung an solchen Stellen hier an Mega Man-Teile und so weiter, das ist schon sehr nett gemacht. Nein, 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 nein. Ich glaube, das Gold kriege ich da auch niemals wieder, ne? Obwohl, doch. Kriege ich. Was hat das hier? Noch nicht trinken, erst gleich. Ja, ja, okay. So, und jetzt muss ich da immer auf das Leuchteding in der Truhe. Aber wirklich nur mit normalen Schlagen. Mit dem Fallangriff klappt das nicht. Na komm. Und in der Kiste haben wir natürlich den Freak. Und hier alle leben. So einen Trip hatte ich seit Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, mir wird schlecht. Egal, ich habe hier wieder ein geniales Angebot für dich. Willst du mal sehen? Ja, klar. Dem Hof ankam. Ein unaufhaltsamer Halbmond der Zerstörung. Funktioniert, glaube ich, wie so eine Achse in Castlevania. Können wir mal ausprobieren? Jo. Okay. Nein. Warte, da haben wir auch was. Nein, da hatten wir was. Nein. Müsste ich eigentlich da hinten noch angeln, aber dann komme ich ja gar nicht mehr zurück. Das ist ja gut durchdacht. Doch, ich komme da hin. Glaube ich. Zack. Boing. Also, naja, noch nicht. Ist ja tief hier. Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So. Nein, was mache ich denn da? Ich bin auch doof. Okay, ich glaube, das Geld kann ich an mir abschminken. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt noch großartig rankomme. Ich meine, im Endeffekt sind es auch nur 400 noch was. Aber trotzdem. Ärgerlich ist es dennoch, weil ich so dumm gestorben bin einfach. Ich hasse es, wenn ich dumm sterbe. Deswegen bin ich intelligent. In die Richtung drehen, zack. Hebel umlegen, hochspringen, hier hoch. Ja. Und diese Dinger mit Selbstauslöser hier.
ist ja runtergefallen, ist er. Guck dir an, wie viel er abgeworfen hat hier. Da ist ja mein Verlust gleich schon wieder weg. Nein! Nein! Oh, oh, ich stand nicht richtig auf der Plattform. Nein! Die Saudi. Arabia. Also nochmal. Richtig auf der Plattform stehen. Okay. Und jetzt nochmal mit Gemütlichkeit. Nein! Oh, oh. Oh, meine Dämlichkeit kennt auch keine Grenzen, ne? Das war ein bisschen knapp. So, können wir das jetzt nochmal mit ohne sterben? Das wäre total knorke. Das hat ja gut geklappt. Ich wollte einfach an der Stelle auch nochmal zeigen, wie man es eigentlich nicht macht. Das war die Zugabe. Mmh, toll. Ja gut, da brauchen wir auch unsere Gold nicht mehr. Also, bist du im Kaufen? Fähigkeiten kaufen? Ja, nee, das kannst du knicken hier. Dafür habe ich jetzt schon zu viel missgebaut. Nein, gut, man kann halt jedes Level nochmal abfarmen, ne? So ist es ja nicht. Aber dennoch ist es halt ärgerlich. Sehr ärgerlich. Weil ich jetzt mehrfach dumm gestorben bin. War das jetzt so schwer? Siehste, war doch gar kein Problem. Und wieder ist direkt davor so ein Checkpoint. Oder danach, ist also. Ist ja alles gar kein Problem, wenn man nicht ein Mammut ist. Oh, komm. Also, war das jetzt so schwer? Ja, war es. Okay. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Tod und Verderben. In der Kiste mit was drin. So, Hauptsache ist, wir haben hier ein bisschen Gold rausgeholt.
So, Verlust wieder wettgemacht. Mal wieder. Tschüss. Dann lege ich mich doch nicht an hier. Wer bin ich denn? So. Scheiße, voll hier. Was haben wir denn hier? So. Oh ja. Ja. Ja, ja. Das ist eine tolle Stelle, ne? Ja, finde ich auch. Weil du halt immer so ein bisschen gegensteuern darfst. So. Jetzt sind wir hier kurz vom Boss. Ich überlege gerade, ob es hier irgendwo was zu essen gibt. Ich meine, brauchst nicht, ne? Aber. Naja, okay. Guten Tag. Meine Juwelen. Mein Schiff. Mein Ozean. Schon deine Anwesenheit entweiht diesen Ort. Und du willst das Meer selbst für dich beanspruchen? Deine Gier kennt keine Grenzen, Thresher, nein. Deine Hände sind nicht weniger besudelt. Gerade jetzt bezahlt andere den Preis deiner Habgier. Lass uns kämpfen. Der Sieger bekommt alles. Okay. Immer schön Chaosbälle werfen. Nie verkehrt bei dem einen Typ hier. Siehste, er ist ja nämlich schon da. Es ist, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich auch hier in Shovel Knight so wie bei Mega Man, dass bestimmte Gegner sehr empfindlich sind auf bestimmte sekundäre Waffen, die wir so haben. Und so kam es, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. Wir dürfen wieder Shield Knight retten. Ob wir das hinkriegen? Na, mal gucken. Kommt auch an, wo sie jetzt landet, ne? Da, mitten in der Mitte. Ich fang den! Ich mag die Musik, die hier läuft, ne? Die leider halt immer so schnell vorbei ist. Okay. Und in der Kiste haben wir eine neue Essensmarke. Ja, Mann. Das bedeutet einen weiteren Lebenspunkt. Ja, den holen wir uns doch erstmal, ne? Da entschwinden weitere Wolken. So, ich muss mal kurz gucken. Ist das schon hier? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, wenn wir jetzt... Den holen wir uns erstmal gleich. Zack. Nein. Nein. So viele Edelsteine, die hier einfach flöten gehen. Nein. Okay. Also elegant habe ich das jetzt gerade nicht gelöst. Das sieht nämlich anders aus. Das machen da nämlich Profis und so. Ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt gemacht habe. Nein, bin ich nicht. Nein. Egal. Ein bisschen Geld ist auch Geld und so. So. So, mit der Essensmarke gehen wir mal ganz kurz hier zurück. Holen uns einmal was Feines. Ja, mit dir kann ich auch mal ganz kurz reden. Gib 1000 Gold. So. Nein, ich wollte gar nicht nochmal mit dir reden. Wer pfeift denn hier so hier mir? Ja, hallo. Oh, was für ein hübsches Gesicht du hast. Du musst öfter mal besuchen. Ja, nee. Nee. Also, nee. Ah, der ist nicht wach. Ja, hier bitte. Gibt's doch was Ordentliches für meinen Gaumen. Zack.
siehst du wohl. Ordentliches Fett-Sushi. So, hat hier unten eigentlich noch irgendwas was? Nee. Ach ja, genau, hier steht das Katapult. Das habe ich nämlich schon gesucht. Und hier steht das nämlich jetzt auch in dem anderen Dorf, wo wir waren. Wenn ich die Flugbahn anpasse, sollte ich das Dorf anvisieren können. Ich stehe total auf Ballistik. Das ist ja toll. Und das ist jetzt oberhalb vom Schiff, ne? Ja, ich meine schon. Wir haben hier einen alten Bekannten. Mit dir an unserer Seite, Black Knight, ist die totale Macht zum Greifen nah. Ich flehe dich an. Nimm dir meine Worte zu Herzen. Mir geht es allein um deine Sicherheit. War das die Verzauberin? Sag mir, war... Du... Bist du diese Scharade noch nicht leid? Halt dich da raus! Du bist noch keinem blind gefolgt, Black Knight. Aber der Orden und die Verzauberin müssen weg. Narr! Du wandelst auf einem Pfad, der dich ins Verderben führt. Der einzige Pfad, den ich suche, führt zum Turm des Schicksals und ich werde ihn erreichen. Niemals! Stehle deine Schaufel! Okay. Halt doch mal an hier! Mama. Das mit Anhalten hast du noch nicht ganz verstanden, ne? Müssen wir nochmal üben hier. Sehr schön. Kann ich erst irgendeine Scheiße ausbuddeln lassen hier. Und da ist er da. Da geht er wieder weg. Ah, nur gut. Wir haben hier eine Abkürzung, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Da gucken wir später mal lang. Ja, doch, erstmal gebe ich ein bisschen Geld ab. Sprich, ich gehe mir Rüstung kaufen. Dauert nur eine halbe Ewigkeit. Dass man da mal irgendwie oben ist. Ich glaube hier... Ja genau, jetzt ist da oben eine Leiter, die würde mich nach oben zum Katapult führen. Hier ein paar Fähigkeiten kaufen, das wäre glaube ich nicht verkehrt. Mal hier. Das ist hier der aufgeladene Schwung. Zack. Ist eigentlich ganz nett. Den Funkensturz können wir auch mal kaufen, das ist immer das teuerste hier. Warum nicht? So. Okay. Dann gehen wir doch mal hier hin. Wenn es hier mal keinen Schatz gibt, dann weiß ich auch nicht. So. Da kann ich mich nicht durchboxen. Ich wünschte, ich könnte einfach durch die Erde sausen. Ja, das können wir ja. Ja, dafür haben wir ja das Ding. Ist ja easy, gar kein Problem. Genau, und wenn wir jetzt hier volles Leben haben und hier schaufeln, dann schicken wir so eine kleine Schockwelle voraus. Ist eigentlich ganz nett. So. Also im Prinzip auch relativ easy im Umgang hier. Wenn man nicht allzu blöd ist. Und Mammut heißt. Oder wie Mammut aussieht. So. Easy. Gar kein Problem.
Okay. Na, wenn das mal nicht ordentlich Kohle gebracht hat, dann weiß ich auch nicht. Und eine Musiknote. Also, ein Notenblatt, besser gesagt. Damit können wir uns auch die letzte Fähigkeit schon kaufen. Machen wir auch mal eben schnell. So, ja, schnell, ne? Schnell ist immer relativ. So, hier, die Grabenklinge. Damit können wir schneller und effektiver buddeln. Wenn wir jetzt also einen grauen Haufen haben, dann buddeln wir dann alles in Eimer aus, wenn ich mich nicht irre. So, was haben wir denn hier? Die Halle der Helden. Guten Tag. Dies ist die Halle der Helden. Ein lebendes Monument für die Gründer dieses großen Landes. Eintritt für eine Person, das macht dann 5000 Gold, bitte. Niemals. Ja, nun, ich verstehe. Die Kunst kann nicht erwarten, vom Pöbel unterstützt zu werden. Okay, dann halt nicht. 5000 Gold ist natürlich immer eine Ausnummer, ne? So, was haben wir hier für eine Abkürzung? Oh, ich habe gehört, dass es ein mega verstecktes Doppelgeheimnis in der Halle der Helden geben soll. Nur wo? Da müssen wir mal gucken, bei Gelegenheit. So, und hier landen wir dann wieder hier. Okay. Das ist also die Abkürzung. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich, bevor wir jetzt weitergehen und uns den nächsten Level hier annehmen, erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Shovel Knight dann wieder. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.